Hallihallo, damit herzlich willkommen zu, ihr habt es eben gehört, Neutronic Rush. Ja, ich habe ja mal Distance, Let's Play, da komme ich gerade irgendwie nicht rüber auf die andere Seite da unten. Seht ihr unten rechts, Greenlight Distance. Neutronic Rush ist der Vorgänger. Ich habe ja auch im Distance Let's Show gefragt, ob jemand Neutronic Rush kennt, aber es dann nicht weiter eher ausgeführt, weil ich eigentlich vergessen habe, was ich eigentlich sagen wollte in diesem Moment. Ich meinte, Neutronic Rush, doch immer nach unten. Interessant. Ja, das sind's. Neutronic Rush ist auf jeden Fall der Vorgänger, wurde wohl von DigiPen Institute entwickelt oder von ein paar Studenten da. Ich weiß nicht so genau, was die Vorgeschichte ist, aber Distance ist der Nachfolger von Neutronic Rush, der kommerzielle, sag ich mal. Und das Spiel hier, ich suche den Download-Link euch gerne raus, wenn ich ihn finde. Lohnt sich auf jeden Fall, das Spiel zu spielen. Ich werde jetzt auch hier das Let's Play an dieser Stelle starten. Mit Story. Play Tutorial. Ja, da gibt es erstmal Controller, diese Spiele. Möchte das Tutorial mir gerne nochmal antun. Hold RT for Gas. Okay, das ist der Knopf da unten. Okay, lenken tun wir damit. Okay. Damit, mit Backsetzen wir uns zurück. Okay, gut. So wissen. Das ist der Break. Okay. So, rückwärts fahren. Das ist zum Drehen, haben wir schon herausgefunden, ja. Okay, gut, 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 gut. Damit lenkt man. Hold A to boost. Ah, okay. Oder den. Ah, okay. Boosting too long. Okay, das ist wie bei Distance. Wenn wir so lange den Boost anhaben, fliegt uns das Auto um die Ohren. Keep an eye on it. Checkpoint resettet das Ding wieder. Okay, gut, gut, ja, das hat ordentlich gecrashed. Läuft Vortex? Läuft. Ah, okay. Okay. Wir hätten boosten müssen. Das heißt, boost. Okay, gut, gut. Das sind unsere Düsen auf dem anderen Stick. Ja, X war das. Okay, gut, gut, X zum Springen. Oder der, okay, gut, das heißt, wir können hier Gas geben. Ah, fuck it. Also boosten, springen, B ist hier. Okay, dann können wir, okay, damit können wir steuern, damit, oh je, okay. Okay, okay, B wieder zum Ausmachen, ja, gut. Gut, die Steuerung ist, okay, gut, 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 ja, ja, ich glaube, ich komme langsam mit der Steuerung zurecht, ich werde mich noch ein paar Runden dran gewöhnen müssen. Okay, also gut, boosten. Achievement unlocked, initiate, cool. Läuft. Okay, das Intro ist ähnlich wie von Distance, nur dass der Text woanders rumläuft. Input Maus. Okay, gut. Ich weiß nicht, ob der Neutronic Rush eine Story in dem Sinne hat. It was supposed to be perfect. But something went wrong. Die arme Stadt. The Core Guardian developed its own plan for the city. Neutronic City. Initializing Core Antivirus Vehicle. Okay, wir sind das Antivirus Vehicle. Das ist natürlich Spacey. Und zwar nicht Kevin Spacey. Okay. Gut. Nein, Boost war auf der Seite. Okay, gut, die Steuerung, das Auto fällt sich etwas anders als in Distance, muss ich ehrlich sagen. Ah. Gut. Boost besser nur an geraden Stellen, würde ich behaupten. Ich glaube, das ist das Gesündeste, was ich machen kann. Oh, das war knapp.
Ah, scheiße. Diesmal hat's geklappt. Warum auch immer, wir das nicht hinkriegen. Wahrscheinlich, weil wir zu spät gesprungen sind. Oder weil wir den Boost vergessen haben, eins von beiden. Ich komme mit der Steuerung noch gerade leicht durcheinander, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, okay, in der Luft macht natürlich Sinn, dass die Reifen da nicht so viel Boost machen, sondern einfach die Geschwindigkeit verlieren. Das sehe ich sogar ein. Dass es Sinn macht. Gut, ja. Enter Name. Ja, Vortex. Ah, gibt's einen Punkt? Ich glaube, wir können uns ein schlechtes Replay angucken. VA. Ja, wir können uns ein schlechtes Replay angucken und ich glaube, die Reifen bewegen sich nicht. Was? Accept. Yeah, gut, wir haben irgendwie, wie auch immer. Wort. Okay, Wort war ich schon mal irgendwann. Läuft. Deeper into the void. Ich glaube, ich muss früher springen, wenn ich springen will, habe ich fast das Gefühl. Ich will hier das Auto dabei nicht schrotten. Okay, das hat mit dem Sprung nicht ganz so geklappt. Ja, gut, okay, dann fahren wir mal hier die rum. Ich versuche auch mit den Kommentaren hinterher zu kommen und ach du Scheiße, es kommt ja auch diese scheiß Wände, die kennen wir ja aus Distance auch schon, beziehungsweise andersrum. Wände in Distance kennen wir aus Nitronic Rush, also ich zumindest, weil ich, wie gesagt, Nitronic Rush zuerst gespielt habe. Und dann Distance immer gefunden habe auf Steam und dachte, hey, geilomatico. Ich spiele jetzt übrigens von 2012, nicht Distance, Nitronic Rush. Wir haben mal geiler. Wow, was war das denn für ein Turbo Boost? Wollte ich aber jetzt nicht. Ui, das war knapp, das war knapp, das war knapp. Da wäre ich fast in die Luft geflogen. Ich wollte schon auf die asozialen Wall Rides hier. Die gibt es hier wahrscheinlich auch. Dann so wie ein Distance. So mit springen und zur Seite drehen. Yeah, ich habe extra Punkte gekriegt für den Wheelwind. Was war jetzt nicht so beabsichtigt? Alter, nein, so rum. Und Gas geben. Okay. Gut, das ist so langsam wie gewöhnlich. Langsam an die asozialen Level, die irgendwann kommen werden, habe ich das Gefühl. First place. Wir haben schon wieder meine eigene Beste von irgendwann. Ich muss echt scheiße gespielt haben, was auch immer ich das gemacht habe. Wahrscheinlich immer morgens früh um 5 Uhr oder so. Das kann ich mir das nicht erklären. Aber die Aktionen, die ich hier bringe, so geil sind die jetzt nicht gerade. Ja, gut, das war es. Wir dezent verkackt. Mit dem Boosten, mit dem richtigen Springen-Vortex. Das üben wir noch. Bisschen. Bist du die Strecke? Du bist die Strecke. Klingt gut, klingt gut. Und einmal an der Wand fahren, an der Decke fahren. Das können wir hier nämlich auch. Ups. Gravity? No care. Ups, falscher Knopf. Das hat gut geklappt, natürlich wieder. Das ist unser eigenes Schrottteil. Schon mal sehr vertrauenserweckend. Und Wende. In den Kurven wird ja immer geiler. Ich probiere es gleich mit extra Stellen. Okay, vor Sprungfeldern wahrscheinlich boosten und dann früh genug springen und dann kommen wir auch schön hoch. Können uns den Jackpoint selber kaputt machen. Läuft. Ja, genau. Oh. Okay. Der hätte mir boosten können, aber wir haben es verkackt, oder ich hab's verkackt. Guckt ja nur zu. Uah, Alter, kommt da eine Wand um die Kurve.
Weil genau an der Stelle früher springen. Ja, diesmal ist es klappt. Diesmal so springt man genau. So Vortex, so springt man. Nick ist auch die Luft, ja, und das mag es nicht. Yeah, haben wir jetzt die Lampe mitgerissen? Da war eine Wandlampe, oder? Lol. Warte mal. Oh, nein, 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 ich hab die Lampe kaputt gemacht. Das finde ich jetzt witzig. Finde ich jetzt ziemlich witzig. Ah, fuck, ich will immer mit X springen. Oder? Ist doch X nicht mit A, will ich springen. Sei es bei Distance da vielleicht drauf. Ich bin zu spät gesprungen. Rejected, ja. Wir müssen früher. Bin ich jetzt zu spät gesprungen oder zu früh? Ich denke nicht, ob ich zu spät oder zu früh springe. Okay, ich bin zu früh gesprungen. Ja, yeah, genau. Und nochmal den ganzen Sprung. Weil wir es können. Sehr schön. Na! Geht das wieder los mit diesen komischen Segelblättern? Alter. Boing, hüpfen. Jetzt kriegen wir den Sprung hin, das ist schon mal schön. Wenn man die richtige Taste zum Springen manchmal drücken würde, ne? Oh! Ich meine, ich hab's auch noch nicht kaputt gemacht. Das will schon was heißen. Ja gut, haben wir jetzt so für die letzten 5 Meter eine halbe Stunde gebraucht. Aber hey, wir haben die Bestzeit von mir irgendwann mal geknackt, die ich da hatte. 4 Minuten. Ich muss echt müde gewesen sein an dem Abend oder an dem Morgen, was auch immer das war. So, hüpfen wir und dann. Oh, okay. Alter, ich will andauernd boosten. Checkpoint, komm schon näher. Danke. Ich mag Checkpoints. Ich mag es schnell zu fahren. Yeah, das war nicht geplant. Aber hey, guck mal, wir sind auf der Seite gefahren. So und extra Punkte gegeben. Okay, warum ist das Auto so komisch nach vorne gesprungen gerade bei der Aktion? Laser! Whoop! War das eine gute Idee, hier lang zu fahren? Ich weiß es noch nicht. Nein, war es nicht. Du weißt, war es? Oh, scheiße. Wie ich in das Segelblatt reingefahren bin. Eigentlich gut zu sehen war. Oh nein, das war genau, genau, genau. Diese Teile, die habe ich in Distance schon fast vermisst. Wenn ich ehrlich bin. Ho! Ja, nee. Noch mehr solche Scheißteile. Aber hey, guck mal, wir haben es geschafft. Im zweiten Versuch erst. Schon. Ah. Wow, wow, wow. Ach, da müssen wir lang. Okay, gut. Okay, die Dinge machen auch Cooldown wie bei Distance. Ja! Yeah! Schön, schön. Yeah. Oh, wir haben 2 Minuten weniger lange gebraucht. Läuft! Alter, was habe ich getrieben? Ich muss echt hart geraucht haben vorher. Das ist ja nicht mehr normal. Oh. Das fängt gut an. Die Dinge schon gleich im Weg haben. Ich würde sagen, solange in der Infected Area. Ich war gerade mich am überlegen, wo fährst du lang? Ey. I found the way. Oh Gott, die Walzen. Die kennen wir auch zu Genüge aus Distance, weil sie Distance geguckt haben. Wenn nicht, dann holt's nach, oder? Weil Distance ja eigentlich später ist oder danach kommt. Yeah, genau. Das hatte ich schon eine Distance, das Problem. Wenn mir das Autochen der Meinung war,
Ich entscheide, wo ich lang fliege. Oder wie ich mich kippe. Oh, das ist nur zum Drehen, verdammt. Okay, ja. Ich muss sagen, die Flugsteuerung hier gefällt mir besser als die als in Distance irgendwie. Also ich glaube, das Ding ist anziehend. Ich weiß, das habe ich fast die Befürchtung, diese komischen Magnetteile da. Na gut. Also schön, wir fliegen hier noch ein paar Mal durch. Schön, schön, schön. Und einmal in die Mitte. Und aus, bevor das Ding mich da wieder kaputt macht. Wow! Leck mich fett. Alter, Alter, ja, 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 ja. Das ist wirklich uncool. Gebe ich dir recht, Kommentator. Ey, ich habe den Laserschreit perfekt erwischt. Das muss man mir lassen. Das ist erstmal nach. Yeah, Auto, komm. Mal wieder klar. Also, springen ist da. Eigentlich will ich nur an die Wand. Was nicht funktioniert. Gut, dann halt die altbewährte Methode. Wir machen einen auf Oma. Oma auf der Autobahn. Nee. Nächste. Oma funktioniert. Oh, dann fällt die Kugel da oben rum. Geistern. Leck mich. Alter, Alter, was, nein. Nein, 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 Alter, was ist das? Ja, wrong turn, du mich auch. Wie soll man denn da nicht in die falsche Richtung fahren? Oh. Okay, die Dinger sind also nicht härter als wir. Tschüss. Oh. Okay, wo ist die Straße? Da unten, da ist der Checkpoint. Nein! So. Diesmal aber. Also, ich sollte echt meinen Führerschein nochmal neu machen. Der Boden. Es geht ab. Okay. Ja, hey, ich hab meinen Highscore geknackt mit einer Minute besser als sonst. Ach du Scheiße. Into the Violet Heart. Rush. Okay, aber hey, immerhin überhitzen wir nicht. Das ist schon mal beruhigend. Oder, wow, was ist das für eine Lasershow da vorne? Das geht ja mal gar nicht. Warum ist eigentlich hier so ein Cooldown? Kann man hier eigentlich hier unten rumfliegen? Ist man hier unten einfach besser dran? Na, nicht so direkt. Gut, fliege ich wieder da lang, dann irgendwie hier so durch. Nicht gegen die Laserschranke krachen, nicht gegen die. Nicht gegen die Zapfen, gleich noch voll die fette Lasershow.